Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel und dem zweiten Teil der eBay Makeover Challenge 2.0. Ihr konntet euch mit eurem Auto bewerben und gewonnen hat der Nils mit seinem wunderschönen E38 7er BMW, bei dem die Jungs von Autosiastic schon ordentlich Rost entfernt haben und ein Gewindeverweis verbaut haben. Für uns geht es heute hauptsächlich an die Abgasanlage, denn da ist was ganz schön Verfuschtes verbaut. Und dann legen wir mal direkt los. Also irgendwie glaube ich so, da wird der Auspuff ist auch nicht ganz dicht, oder? Hört sich nicht so an. Rein optisch kann ich schon mal eins sagen, die Jungs von Autosiastic haben einen richtig guten Job gemacht beim Rost entfernen. Ihr seht auch hier eine Stelle, wo der Regen nicht aufliegt, wo schön neu lackiert wurde. Hier haben wir gefüllert, gespachtelt und Rost entfernt. Und das haben die vor allem gemacht, weil das Auto nach meiner Station bei Marvin einen Farbwechsel bekommen wird. Und da könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, was so die optimale Farbe hierfür wird. Was in die Richtung geht, machen wir auch am Ende vom Video nochmal. Aber jetzt geht es erstmal um die Abgasanlage und um das, was so gar nicht geht. Ihr seht da hinten, die Stoßstange wurde hier professionell ausgeschnitten und ausgeschmort. Muss ich aufräumen, sonst bringt der Nikola mich um. Ich bin heute hier bei Infinitas. Der Nikola hat mich zum Glück hier reingelassen, um dem Nils seinen 7er fertig zu machen. Ihr wisst ja, unser Motto ist, läuft nicht, gibt's nicht. Und sowas hier, das läuft gar nicht. Deswegen gibt es einen neuen schönen Auspuff bei eBay, aber ich zeige euch erstmal, was sich da unten drunter noch versteckt, weil da sind die ausgeschnittenen Endrohre gar nichts dagegen. So, starten wir direkt mal von der Front am Fahrzeug und gehen nach hinten durch. Wir sehen auch, die Jungs von Autosiastic haben ein schönes neues Gewindefahrwerk reingebaut. Darum soll es aber jetzt nicht gehen. Heute geht es hier um die Abgasanlage. Die müssen wir nämlich rausschmeißen. Wie ihr seht, das hier sieht ganz und gar nicht nach Original BMW aus. Vor allem diese sehr professionell ausgeführten Schweißnähte hier. Hier haben wir zwei Universal-Katalysatoren. Katalysatoren. Die nebenbei auf Falschrum eingebaut sind. Ihr seht ja, bei dem einen ist das Hitzeblech hier, beim anderen da. Das kann so nicht bleiben. Dann gehen wir weiter. Hier wurde auch schon weiter gebrutzelt. Die Schweißnähte werden auch immer dicker, je weiter wir nach hinten wandern. Vor allem haben wir hier eigentlich einen Rohrverbinder und trotzdem hier so rangebrutzelt. Also ich hoffe, wir bekommen das überhaupt alles hier runter. Hier der originale Mittelschalldämpfer. Dann wieder hier so ein bisschen Gebrutzel. Wieder ein Rohrverbinder, der auch festgeschweißt wurde, der auch nebenbei nicht ganz dicht ist. Ihr seht ja das Kondenswasser, was runterkommt. Und jetzt die Krönung des Ganzen. Die dieses Autosiastic-Video gesehen haben, wissen schon. Guckt mal, wie professionell das hier zusammengeschweißt wurde. Und trotzdem ist hier schon ein Loch drin. Das ganze Ding fällt ja auseinander. Wie kann man denn nur eine Schelle da festmachen? Da kriegen wir sogar, glaube ich, sogar ein Loch rein. Oh, wir haben Durchbruch. Das kommt ja jetzt eh alles neu. Aber Alter, ist ja wirklich ein Loch reingestochen. Wie kann man nur sowas machen? Guck mal, selbst ich habe bisher einmal geschweißt zum Ausprobieren, aber sowas ist gut, selbst ich besser hinkriegen. Aber jetzt gehen wir erstmal zum neuen Auspuff. Denn, Freunde, ich habe hier neue Cuts bei eBay bestellt. So. So, mal erstmal schönes Unboxing. Hier sind wieder neue Rohrverbinder dabei. Die werden wir natürlich nicht festschweißen. Die kann man einfach festschrauben. Und dann haben wir hier brandneue Cuts. Weil ich sage euch ganz ehrlich, so wie das aktuell ist, da muss der TÜV-Prüfer auch beide Augen zudrücken, damit er durch den TÜV kommt. Da haben wir das Ganze neu, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt euch die 19 Sachen und den richtig geilen Sportauspuff von Fox präsentieren, reißen wir erstmal alles alte runter. Das wurde, glaube ich, schon mal getauscht, so wie das hier aussieht. Hier haben wir nämlich einen Imbus. Verbindungen original ist das kein Imbus. Wir haben nämlich noch originale neue Schrauben geholt. Und so muss das nicht sein. Wir gucken gleich mal, ob wir ein bisschen Rostentferner drauf, ob wir es aufkriegen. Während jetzt unser schöner Rostlöser vorne einwirkt, müssen wir noch die Lambda-Sonden losschrauben und die müssen wir zuerst vom Kabel lösen. Wenn wir mich jetzt einfach drauf losschrauben, drehen wir nämlich schön das Kabel, so wie es irgendjemand vorher auch schon gemacht hat. Und Kabelbruch will natürlich keiner bei den Lambdas, drehen wir direkt mal hier auf. Steckverbindung gelöst, können wir direkt loslegen. Mal gucken, ob wir das auch ohne spezielle Werkzeuge hinbekommen. Bin gespannt. Oh. Oh, das ist soweit. Fest. Oh. Also Freunde, ich habe halt ewig rumgemacht, habe noch Öl drauf gekippt und das Problem ist einfach, das Ding dreht sich, geht aber nicht raus. Das heißt, das Gewinde ist im Arsch, war auch irgendwie nicht anders zu erwarten, deshalb, ich habe gerade direkt mal bei eBay geschaut. Schaut her, habe nach E38 Lambda-Sonde geguckt, da oben sieht auch direkt bei eBay, direkt das Teil passt für E38, zweimal Lambda-Sonde, 38 Euro. Bestelle ich mir jetzt direkt, da das mit den Lambda-Sonden jetzt in die Hose gegangen ist. Machen wir jetzt erstmal den Auspuff runter, dann müssen wir vorne starten, erstmal am Krümmer hier schön abflanschen und ein komplettes Paket runternehmen. Deshalb, weil das hier auch schon so ein bisschen vergammelt ist, Schlagschrauber her, Luftdruck, das Ding hat ordentlich Power. Jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding vielleicht sogar so ohne Gegenhalten schon mal gelöst bekommen. Oh, hätte ich gar nicht gedacht, dass die so einfach rausgehen. Ja,
SOS noch nicht zurück. Echt? Aua, aua, fuck. Boah. Alter Jungs, danke, ey. Das war so eine schwere Geburt. Jetzt habe ich mal die beiden extra neben dem Auto platziert, damit ihr mal den alten, verpuschten Auspuff. Hier seht man den beiden verschiedenen Cuts und den neuen, den wir einsetzen werden, mit den neuen Katalysatoren, neuen Mittelschalldämpfern und auch neuen Edelstahl-Endschalldämpfern. Das Ding wird also auch nicht mehr rosten. Noch eine Sache, die ganze Klangkulisse nochmal richtig verfeinern werdet. Denn ihr kennt es ja vielleicht auch von den ganzen Mercedes-Modellen, die haben eher so einen brummig-tiefen Sound, wenn man dann Sportauspuff drunter packt. Aber hier wird das ganz anders sein, denn hier haben wir quasi so einen Mittelschalldämpfer, der beide Abgasstränge vereint und wir trennen das Ganze. Das heißt, wir hören hinten, jede Zylinderbank ist ja quasi von hier durchgehend bis hinten getrennt. Und dadurch werden wir einen viel raueren, aggressiveren Sound erzielen mit der Fox-Auspuffanlage. Und das wird richtig geil klingen. Da bin ich schon mal richtig gespannt, wie er klingt. Aber ich schnack jetzt nicht lange. Apropos, das ganze Ding ist auch übrigens mit EG-Genehmigung, muss man sogar nicht eintragen, wird der Marvin dann aber trotzdem machen. Denn wir legen das Auto ja tiefer und dann muss natürlich alles legal für Nils sein. Denn ihr wisst ja, läuft nicht, gibt's nicht. Aber wir legen es direkt mal los. Damit das Ding direkt von Tag 1 an dicht ist, schmieren wir erstmal schön ein bisschen Auspuffdichtmasse. Schön hier in die Ritzen rein. Komm, treff doch jetzt mal das Loch hier. Hallo. Soll denn das passen? Nee, oder passt das jetzt nicht? Bin ich zu blöd. Das ist mein V8 Sound. Also Freunde, wir haben gerade den kompletten Auspuff auseinandergesägt und versucht irgendwie diese Cuts dazu zu bringen, dass mir das Ganze passt. Leider passt es nicht und es hätte jetzt zu lange gedauert, nochmal den eBay-Verkäufer zu kontaktieren, weil der hätte uns natürlich ein neues Teil geschickt. Aber das, die Makeover-Challenge, da haben wir einen tighten Zeitplan, damit das Ding weiter zu Marvin geht, damit er auch weitermachen kann. Deshalb bin ich gerade bei dem Olli und dem Max, zwei echten Infinitas-Mechanikern. Und wir werden jetzt die Cuts anpassen, auseinanderschneiden und gucken, wie wir die hier reinbekommen. Mach mal. Machen wir. Schaffen wir. Läuft nicht, gibt's nicht, heißt es. Also, jetzt haben wir den Cut hier auseinandergesägt, quasi in seine drei Einzelteile zerteilt. Hier haben wir einmal das Rohr, was quasi in den Cut reingeht. Hier kommt der Cut und hier das Rohr, was dann quasi nach vorne geht. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie man am besten die Rohre drehen und wenden muss, damit wir den Cut hier richtig drin haben. Und jetzt richten wir erstmal die ganze Auspuffanlage hier aus, damit wir eben gleich, wenn wir festschweißen, das Ganze dann auch wirklich gerade wird. Hat jetzt ein bisschen gedauert, aber die Cuts haben wir gerade hier schön reingeschweißt, neue Cuts drin. Hier seht ihr auch, hier blitzt schön Edelstahl-Mittelschalldämpfer. Noch die Edelstahl-Endschalldämpfer. Die Optik, die kommt auch ziemlich gut. Und ich würde sagen, ich meine, ihr wartet alle wahrscheinlich darauf. Soundcheck. Boah, der klingt ja schon ordentlich im Kaltstart, ey. Hört euch das mal an. Boah, ey. Ich glaube, den lassen wir gleich mal schön warm laufen und geben mal schön Gas, ey. Ey, Alter, jetzt ohne Witz, ne? Jetzt, wo der auch so warm ist, das klingt, ey, ohne Scheiß, das klingt richtig gut, ja. Max, oder? Natürlich, ja, richtig, ja. Aggressiv, also richtig rau, genauso wie ich es gesagt habe. Geh mal hinter, ich habe gerade neutral drin, ich gebe am Stand jetzt ein bisschen Gas. Und bei hoheren Drehzahlen kommt der jetzt nicht. Also, was sagt ihr? Schreibt mal in die Kommentare, das klingt. Also vor allem auch im Innenraum hört man den Sound auch richtig fockt aus, muss man sagen, ist echt richtig geil. Also, da bin ich als Mercedes-Fahrer schon neidisch auf diesen rauen, aggressiven Sound. Aber jetzt gibt es nochmal direkt einen anderen Schmankerl für den Nils. Aber Freunde, das war's natürlich noch nicht mit dem 7er. Ich habe noch ein paar andere Sachen auf Lager. Und sowas richtig geil. Das kommt in der Kamera mal her. Hier haben wir auch schon ein Gutachten, was das Ganze ein bisschen verrät. Und zwar ein Gutachten von der Alpina Burkhardt Bovensieben GmbH. Da habe ich mir nämlich was Schönes von Alpina bei eBay bestellt, das zeige ich euch erstmal. Ich meine, die meisten, die wissen es, weil das ist einfach ein Muss für den E38. Boah, da haben wir das, ey. Da steht's schon. Alpina.
Wie ihr seht, der eBay-Verkäufer hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das Ding hier in einem Stück ankommt. Muss man bei so einem großen Teil auf jeden Fall aufpassen. Und jetzt zeige ich euch mal, wie die ganze Geschichte aussieht. Komm mal runter mit der Kamera. Wenn das Teil hier dran ist. Das kommt dann hier so rein. Geh am besten mal ein bisschen weiter weg. Sieht man es ganz auf dem Video? Also ich glaube, das wird schon richtig fett kommen. Die ganze Sache wird schön mit Karosseriekleber verklebt. Das werden wir aber jetzt nicht mehr machen, denn... Von der Kamera. Denn das wird der Marvin machen, weil der will das ganze Auto folieren. Und ich will ihm die Arbeit natürlich nicht schwerer machen. Wenn er das anklebt, kann er es nochmal einzeln schön folieren und dann ranpacken. Und dann seid mal gespannt, welche Folie er da wählen wird. Aber wir kümmern uns jetzt nochmal was ganz anderes, nämlich diese trüben Scheinwerfer. Und da habe ich mal für den Nils was richtig Geiles bei eBay rausgelassen. Nämlich hier im originalen heller Karton von damals. Ne? Was richtig fein ist, nämlich brandneue, originale Xenon-Scheinwerfer im Hobel. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Immer geil, sowas original verpacktes von früher zu finden. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr auch sowas geil findet. Guckt euch mal die Scheinwerfer an. Boah, wie geil die aussehen. Jetzt guck mal her. Zoom mal ran, Nico. Guck, ich sag euch eins, neue Scheinwerfer transformieren immer das Auto. Und ja, ich habe gemerkt, ich halte die falsch rum. Ne? Das seht ihr so. Richtig geil, neue Scheinwerfer. Aber ich würde sagen, jetzt bauen wir erstmal die alten wieder aus. Jetzt kommt. So, Stift raus. Und jetzt müsste der triumphale Moment kommen, wo wir endlich dieses. Komm schon jetzt. Oh, endlich haben wir es geschafft. Es ist draußen. Schön. Und jetzt kümmern wir uns erstmal um die Blinker, weil da hat der Nils nämlich auch einen Sonderwunsch. Der wollte wir die originalen orangenen Blinker. Die kommen jetzt auch wieder rein. Und einfach nur hier schön einführen. Boah, sieht doch schon direkt besser aus. Neue Scheinwerfer lohnen sich, glaube ich, immer. Aber jetzt gehen wir erstmal nach hinten, denn da gibt es gleich auch was leuchtet. Denn da gibt es, glaube ich, auch gleich was. Scheiße. Denn da gibt es auch schon ein bisschen spät, also wir haben jetzt gleich 20 vor 10. Ja, ein bisschen spät. Wir ziehen nämlich heute richtig durch. Morgen geht das Auto schon zu Marvin. Deswegen, wir gehen jetzt nach hinten, neue Rücklichter rein und los geht's. Und neben den originalen Rückleuchten mit dem gelben Blinker, also dem orangenen Blinker, gibt es noch zwei andere Rückleuchten, die ich richtig geil finde. Und vor allem die hier. Die werden richtig böse aussehen. Schön. Das ist aber richtig geil. Schön mit dem Schwarz. Dann gehen wir direkt mal hinter, zeige ich mal die aktuell drauf sind. Aktuell sind nämlich die drin, die oben klar sind. Die finde ich persönlich nicht so geil. Das hier wird vor allem mit der Farbwahl, die der Marvin treffen wird, richtig geil aussehen. Aber jetzt bauen wir die erstmal um. So. Ey, guck mal, was da für ein Dreck drin hängt. Zum Glück können wir den jetzt entfernen, weil sonst hätte es hier bestimmt angefangen zu rosten. Altes Radio von Nils raus, der hat sich nämlich ein neues gewünscht. Und da habe ich ihm bei eBay schön ein Bluetooth und DAB-Radio bestellt, damit er nämlich schön für die Zukunft gesichert ist. Ach, guck mal, hier haben wir so ein Kabel für eine Freisprecheinrichtung dabei. Da können wir dann irgendwo hier noch ein kleines Mikrofon hinpacken. Und hier auch noch die Anschlüsse für die Kollegen hier. Perfekt. Ja, komm doch mal raus jetzt. Hier ins Radio rein. Zack. Und Radio ist drin. Also Freunde, jetzt sind wir fertig mit unseren Umbauten. Und ich kann echt sagen, wir haben es richtig gut hinbekommen, als das Auto bei Autosiastic angekommen ist. Mit Rost, ohne Gewindefahrwerk, mit dem sehr schlecht ausgeschmorten und geschnittenen Auspuff und den ganzen schlechten Schweißnähten. Und mit den trüben Lichtern dachte ich mir echt, daraus müssen wir was Richtiges machen. Denn ihr wisst ja, unser Motto, es läuft nicht, gibt sich. Und ich habe natürlich direkt ganz viele Teile bei eBay bestellt. Ich zeige euch jetzt nochmal das Auto im fertigen Zustand. Und ich muss auch echt sagen, die neuen Lichter mit neuen Linsen und neuen Xenon-Brennern. Der Nils wird jetzt wieder richtig gut auf der Straße alles nachts erkennen können. Das macht auf jeden Fall einen Tag-Nacht-Unterschied. Sieht auch schön klassisch wieder aus mit den schönen neuen Blinkern. Und dann gehen wir direkt mal weiter nach hinten vor. Neue Hexo-Stange ist am Start, ohne die Ausschnitte und schön mit der Fox Edelstahl-Auspuffanlage. Also ich muss schon sagen, das kommt schon richtig gut, vor allem mit den Rücklichtern. Und das ganze Ding geht nämlich jetzt zu Marvin morgen und wird foliert. Und ich bin mal richtig gespannt, was ihr sagt, welche Farbe das Ding bekommen wird. Ich kann nur eins sagen, es hat mir auf jeden Fall wieder richtig viel Spaß gemacht, Teil der eBay Makeover Challenge 2.0 zu sein. Und ich sage euch eins, lasst jetzt auf jeden Fall mal ein Like da unter dem Video, denn wenn ihr genug Likes da lässt, vielleicht gibt es eine eBay Makeover Challenge 3.0. Ich hätte auf jeden Fall Bock
und ich hoffe, der Marvin und die Jungs von Autosiastik auch. Also, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Das war's mit dem Video. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und checkt auf jeden Fall die Links zu eBay ganz oben in der Videobeschreibung aus. Also, macht's gut. Ciao.